Willkommen zurück zu Final Fantasy 7, Leute. Hier, ja, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben mit John McCloud und diesmal bin ich wieder alleine. Oh, unser Schiff ist auch, okay, unser Schiff. Unser umfunktioniertes Fluggerät. Ja, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Keine Ahnung, ich habe hier wirklich nicht mehr gespielt, aber ich glaube, ich weiß, wo es hingeht. Wir müssen in den verwunschenen Wald, aber da kommen wir nicht einfach so hin. Da ist... Was ist das überhaupt? Waren wir da schon mal? Warte mal, was ist denn das? Gucken wir mal doch mal kurz. Oh shit, ist ein Waffenladen. Die Waffen, die du hier siehst, habe ich alle selbst gemacht. Aber in letzter Zeit konnte ich keine Materialien mehr bekommen. Na klasse. Also hier geht noch nichts. Ach so, ich glaube, das ist so ein Special Waffentypi. Nie benutzt. Achso, Leben. Ja. Also hier sind wir schon mal falsch, ne? Also falsch. Sag nicht, wir müssen jetzt ganz außen rum dödeln. Darauf habe ich gar keine Lust. Hier geht's ja auch lang. Wir müssen quasi zurück Richtung Midgar. Da war nämlich noch was. War das hier? Es müsste irgendwo... Ach, die Kamera. Irgendwo eine... Stille sein. Was ist jetzt eigentlich... Mal die Karte größer. Da ist das. Ich fahre hier gerade total Mist zusammen. Das ist nicht da drüben. Die Karte ist Schüsse. Und wenn man da lang fährt, da kommt man nicht hin. Oder? Ach nee, war das der Tempel da drüben? Ich bin total... Gaga. Nein, das ist nicht der Tempel, das ist was anderes. Da kommen wir später noch hin. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Total verplant. Wo war überhaupt Midgar? Scheiße, dass man nirgendwo rumgucken kann. Also das war auf jeden Fall nicht Midgar hier. Na, wir sind aber schon mal auf dem richtigen Weg. Das ist hier die Chocobo Farm. Ich hoffe, wir kommen hier rum. Also so ein Fluggerät wäre schon echt geil, aber ja, so weit sind wir ja auch wieder mal nicht. Ja. Jetzt müssten wir eigentlich Kalm sehen. Das ist Kalm. Servus Kalm. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, Leute. Ich weiß, die Karte ist jetzt die spannendste Ansicht hier, aber da ist Midgar. Ich glaube, hier oben ist es. Neuer Kontinent, ja. Und wie kommen wir da hin? Da hoch. Weil die Flecken zeigen immer an. Ja, da ist es, da ist es. Gut, gut, gut. Jetzt können wir die Karte mal wegmachen. Und dann lass mich raus. Da müssen wir hin. Wow. War ich hier schon mal? Was geht, Alter? Willkommen in Bone Village. Der Stadt für Naturliebhaber. Was willst du? Wo ist die Stadt des alten Volkes? Weißt du, wo er ist? Was machst du? Wo ist die Stadt? Die Stadt des alten Volkes? Oh, du meinst wahrscheinlich die vergessene Stadt.
Ja, toll. Sprichst du von dem Mädchen? Ich habe sie gewarnt. Aber sie ist trotzdem in den schlafenden Wald gegangen. Sind wir schon mal ganz auf einer heißen Spur. Die Mondhaube ist irgendwo hier vergraben. Wenn du willst, können wir sie für dich ausgraben. Fang mit dem Graben an. Ich möchte etwas kaufen. Nicht jetzt. Fang das Graben an. Du suchst nicht nur nach der Mondhafe. Wonach graben wir sonst noch? Mondhafe. Okay, dann muss ich dir ein paar von meinen Leuten geben. Zeige uns, wo wir graben sollen. Oh, das ist wieder so ein Minispielchen. Bitte drücke die Viereck-Taste, um deine Belegschaft in Position zu bringen. So, mit dem Viereck. Suche nach Anordnung. 100 Gelb. So, ich muss nur rumlaufen. Wo könnte die Mondhafe versteckt sein? Zack, hier tun wir noch einen. Ich weiß gar nicht, wie viel man hinmachen kann. Ich platziere hier noch mal einen. Jetzt habe ich natürlich da oben gleich einen Leute. Die dumme. Komm da hoch? Nein, nein. Ich kann auch hoch. Das ist natürlich ganz gut. Da packe ich hier noch einen hin. Wie viel Kohle habe ich überhaupt? Scheiße, das kann ich gar nicht nachgucken. Das kann ich gar nicht nachgucken. Scheiße, war schon. Jedes Belegschaftsmitglied wird die Erschütterung messen und sich dann in Richtung des verborgenen Objekts aufstellen. Dort, wo sich die Sichtlinien des Mitglieds überschneiden, befindet sich die Ausgrabungsstelle. Oh shit. Oh. Wähle die Ausgrabungsstelle aus, indem du zum Punkt gehst und die Viereck-Taste drückst. Deine Leute werden dann nach dem versteckten Objekt graben. Fuck, ey. Also jetzt erstmal gucken. Die gucken alle nach links. Gucken nach oben. Lass mich hoch. Oh. Hallo. Leute. Bist du hier irgendwo hoch? Oder die? Also hier. Die gucken alle hier rüber. Gut, aber wo? Oh shit. Das könnte hier überall sein. Deine Leute werden jetzt hier graben. Das Ergebnis der Suche wird über Nacht im Schatzkasten der Stadt verwahren. Aha. Da guckt dann Grab. Wir pennen und er gräbt. Läuft. Und? Hier ist nichts. Licko mio, ey. Wie cool habe ich eigentlich. Nein, Mensch. So, was geht, Alter? Hallo, Koppel. Die Mutter ist irgendwo hier vergraben. Wenn du willst, können wir sie für dich ausgraben. Fang mit dem Graben an. Du suchst nicht nur nach der Mondhafe? Guter Schatz, normaler Schatz. Mondhafe. Okay, dann muss ich ein paar Leute hier. So, ich mach das jetzt mal so, dass ich hier einen hinhau. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Mondhafe wirklich oben ist. Das testen wir jetzt einfach mal. Ich hau jetzt hier unten welche hin. Gar nicht oben welche hin. Auch nicht so weit weg. Hier noch einen hin. Und einen in die Mitte, so ungefähr. Drücke 4, um die Bombe für die Suche zu erzünden. Jedes Belegschaftsmitglied, bla 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 bla, ja, wir wissen, die gucken jetzt. Und dann, passiert? Shit.
Die gucken alle nach oben. Das ist schon mal sehr scheiße. Jetzt will ich aber mal wissen, geht es hier hinten noch weiter? Das ist natürlich, man, da brauchen wir jetzt nicht mal graben. Ich lass den mal hier graben. Auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal, dass es oben sein muss. Weil die nach oben gucken. Alter, wow, shit, ey. Fast. So, jetzt werden wir die Typis mal ordentlich oben platzieren. So, die haben nämlich alle hier hingeguckt, da platzieren wir mal hier ein. Hier. Jetzt muss warten, bis der oben ist. Der hat einen Sprung immer, ne? Ist ja klar, muss man ja, das mache ich auch immer so. Dann hauen wir hier einen. Jedes Mal, wenn man zum Mittagessen geht, dann springe ich immer auf meinen Stuhl. Natürlich. So. Den anderen stellen wir hier hin. Ich glaube nicht, dass der hinten im Wald ist, oder? Das wäre ja... Boah! Krass. Pass mal auf, der eine springt jetzt durchs Haus. Den anderen stellen wir wieder schön in die Mitte. Ich gebe jedes Mal 500 Gil für den Kack aus, ey. Oder ist die jetzt echt übers Haus gesprungen? Es ist unbelievable. Es ist unglaublich. Jo, dann machen wir mal Bären. Boah, die gucken dann einfach nur so richtig robotermäßig. Oh fuck. Also. Natürlich ein wenig dumm gemacht. Das müsste genau hier sein. Ich kann das mal weg oder so. Also die eine guckt von hinten direkt auf mich, auf meinen Rücken. Das kann eigentlich nur hier sein. Aber da haben wir doch schon gegraben. Okay, sind beide links, glaube ich. Na ja, gucken wir mal. Aber woher wollen die wissen, dass das die Mondtafel da ist? Gucken. Mondtafel, Mann! Ist mir gut. Läuft. Was mache ich jetzt? Die Mondtafel ist irgendwo hier vergangen. Ja, ja, ich hab... Gut. Ja. Jetzt da oben ist eigentlich ein verwunschener Scheißwald. Wie sieht es aus, Mann? Hier. Ja. Was braucht man jetzt eigentlich? Der schlafende Wald ist aufgewacht. Das müssen wir kriegen, das ist eine Substanz. Kyata? Eine Bestien-Substanz. Haben wir die jetzt schon drin, ja, ne? Ifrit? Ich rüste dich mal aus, ich möchte mal gucken, was das ist, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber sonst ist hier nichts, ne? Sieht schon wie komisch aus. So, Ares, wo bist du?
Oh, da ist eine Kiste. Wasserring erhalten. Hier kommt man nicht weiter, aber hier gibt es auch Gegner. Also die Dumme stark genug für die denn. Wassermonster? Oh shit. Houston, wir haben ein Problem. Oh Gott, wie bewegen die sich so langsam? Ich habe meine Gruppe gar nicht mehr geordnet, ich honk. Scheiße, die sind langsamer geworden. Und tschüss. Kurz raus. Sorry. Hoffentlich komme ich hier noch raus. Gott, immer dieser weite Waldweg. Hier haben wir Aeris zuletzt gesehen, so im Traum. Jo. Übrigens kann man hier auch weiterhin Schätze ausgraben. Sogar sehr wertvolle Schätze. Aber keine Mondtafel, glaube ich. Die haben wir ja schon. So, mal kurz anrufen. Geht. So, ich würde auf jeden Fall Wins... Ne, Sid Wins nicht. Dann werden die ganzen Substanzen. Tauschen. Alu hat und Sit. Gut. Ja, Leute. Ich beende hier mal diesen Part, weil ich jetzt noch die Substanzen wieder schön ordnen werde. Und dann werden wir im Wald loslegen. Ne? Ich hoffe, unser Level muss eigentlich gut genug sein. Hoffe ich mal. Ich meine, okay, das ist jetzt mal mit dem Problem an den Boss kämpfen, aber... Mal gucken, ne? Wir können ja auch im Wald noch ein wenig trainieren und dann sehen wir, wie es weitergeht. Also bleibt dran bei Final Fantasy VII bei der Pianist-Level.